Ich vergeude keine Zeit mit Verabschiedungen. Meine Mutter war schon lange vorher gestorben und der Rest meiner Familie bestand aus Nichtsnutzen. Das Mädchen, das ich einst gewesen war, selbst sie wusste, dass sie mehr wert war als alles andere zusammen. Was haben deine Federn zu bedeuten? Oh, diese Geschichte erzähle ich nicht einfach jedem. Du musst dir schon ein wenig Honig um den Bart schmieren, bevor du alle intimen Details von mir zu hören bekommst. Okay. Genug von den Fragen, wir sprechen später weiter. Weil ich jetzt nicht mit ewiger Fragerei langweilen will. Himmelskappe. Achso, das ist ein Gegenstand. Guck ich mal kurz, was ist das für ein Gegenstand? Ach, ein Schnellnutzgegenstand. Okay, dann kommt der mal hier unten rein. Hallo Cosma. Schwere Bronze. Schwere Rüstung, Bronze, Qualität, Schockkeep, Erholung. Abwehr, Absetzverteidigung. Würde Rüstung geben, aber nur 0,5. Bei ihr auch nicht viel besser. Also ab ins Inventar, also ins Lager damit. Dieses zerrissene Banner zeigt das ruinierte Symbol der Geschmähten. Für das ursprüngliche Symbol der Armee gibt es keine Belege mehr. Und Graven Ash hat sich nie um einen Ersatz gekümmert. Daher das zerstörte Symbol allen anderen bevorzugt. Hat sie noch mehr zu sagen? You have my attention. Spit out whatever. What do you need? Ja, wir sprechen später. Also ich kann jederzeit über das den Knopf mit ihnen reden. Gut. So, was ist mit dir hier? Was tust du da? Du wirst andere noch auf mich aufmerksam machen. Okay. Right. Dieses zerrissene Bad zeigt das ja, das hatten wir schon. Pelox Tyrell, steck deine Waffen weg, sonst werden wir herausfinden, wie lange ein Mann schreit, bevor er unten in der Schlucht aufschlägt. Zwischen einem Steinabhang und einer Schar wütender Soldaten hält der Eidbrecherkrieger einen gespähten Offizier ein Messer an die Kehle. Das ist nicht gut. Wir können nicht einen gespähten Offizier einfach opfern. Spießt ihn auf, macht euch keine Sorgen um mich. Graven Ash wird mich beschützen. Der geschmähte Offizier zuckt zusammen, worauf Blut aus dem Spalt zwischen seinen Armschienen und seinem Kyros sickert. Du hast den Mann gehört. Er hat dich eindeutig dazu eingeladen, deine kleine Klinge zu benutzen. Auf was wartest du noch? Etwa auf die Zustimmung deines Zuhälters? Diese Klinge? Mit einem Ruck schneidet er mit dem Messer ein Büschel von Drastus' verfilzten Haaren ab. Wenn du so begierig darauf bist, deinen Verbündeten tot zu sehen, dann komm ruhig näher. Lass den Gefangenen frei, dann wirst du vielleicht nur in einer Zelle enden. Und bei dieser Zelle wird sicherlich täglich der scharlachrote Chor vorbeischauen, und zwar mit ein bisschen Durst auf Folter. Er schüttelt den Kopf und zieht den Gefangenen noch etwas näher an. Dann lasse ich mich lieber mit dem Tod ein. Also das ist jetzt aber ungerecht. Ich kann versichern, dass es mehr Hunger als Durst auf Folter ist. Trotzdem, du hast recht, wir haben keine Wohltätigkeit für jene übrig, die schon einmal über unsere Gnade gelacht haben. Blutkantoren hämmert ihren Stamm in den Boden und krümmt die Finger ihrer bebenden Hand. Wenn ihr nichts mit ihm macht, dann vielleicht ich. Was auch immer du vorhast, mach es nicht. Nicht bis Kommandant Drastus in Sicherheit ist. Ja, wir müssen ihm helfen. Du hast Zorn bei Scharlachrot und Chor zugewonnen, du hast Gunst bei Geschmähten zugewonnen. Tyrell zieht die Klinge über Drastus Kehle. Das Blut strömt aus dem Hals des Kommandanten und ertränkt seine Worte. Tyrell deutet mit dem blutigen Messer in deine Richtung. Tod Kyros, tot den Archonten. Im selben Moment, in dem Drastus Körper zu Boden fällt, stürzen die gespähten Soldaten nach vorne und machen mit dem Eidbrecher kurzen Prozess.
Drastus Tod ist ein Rückschlag für uns. Er war dieser Bastion ein guter Vogt. Aurora schluckt und spitzt wütend den Mund. Aber aufgrund unserer Verluste in diesem Krieg bin nun ich die Kommandantin. Ich werde mein Bestes geben, aber so einen guten Anführer wie Drastus gibt es nicht zweimal. Einer der Soldaten hat bei den Altbrechern dieses Magiergeschreibsel gefunden. Aurora hätte ein zusammengerolltes Pergamento. Ich dachte, nun, du kennst dich ja mit Buchstaben aus, also könntest du vielleicht... Aurora schaut auf das Schriftstück, worauf sie errötet und die Pergamentrolle schnell in die Hände drückt. Die ganze Ausbildung, niemand hat dir das Lesen beigebracht? Du hast Zorn na toll. Nein, ich war wohl zu beschäftigt damit, das Vermeiden von unhöflichen Fragen zu lernen. Wirst du das jetzt lesen oder nicht? Ja, ich untersuche es. Das Pergament wiederholt dieselben Meldungen in verschiedenen Schriften und erklärt den Wunsch der Vedrienwache, Kyros Archon zu stürzen und die Armeen aus den Stufen zu vertreiben. Die Zeilen sind nicht an einen bestimmten Empfänger adressiert, sondern lädt alle, die gegenüber den jüngeren Königreichen noch loyal sind, oft zur Versammlung bei Vendrins Brunnen ein. So, da bin ich wieder. Also gut. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ach ja. Das Pergament wiederholt dieselben Meldungen in verschiedenen Schriften und erklärt den Wunsch, der Vendrienwache Kyros Archonten zu stürzen und ihre Armeen aus den Stufen zu vertreiben. Die Zeilen sind nicht an einen bestimmten Empfänger adressiert, sondern lädt alle, die gegenüber den jüngeren Königreichen noch loyal sind, offen zur Versammlung bei Vendriens Brunnen ein. Rekrutierungsmaterial. Sie versuchen noch mehr Verräter für den Kampf zu finden. Wahrscheinlich gab es noch andere Gruppen, die aus dem Tal fliehen wollten, aber wir können uns immerhin sicher sein, dass wir diese Gruppe aufgehalten haben. Eine Schande, dass wir dafür einen so hohen Preis zahlen mussten. Die Archonten erwarten dich im Kriegslager der Geschmähten. Wenn du aufbruchbereit bist, dann gehe durch das südöstliche Tor und folge diesem Weg durch das Vorgebirge. Quest abgeschlossen. Willkommen in der Ruine. Cosma Aurora. Ja, Beute. Die Sigille. Schnellfingerarmreif. Achso, das war ja eh nicht der General der Geschmähten, den wir gerade geplündert haben, sondern das war der Hast. Was macht Hast? Das ist eine Schnelligkeit, okay. Sondern der Soldat der Eidbrecher. Sigil des fernen Aufpralls. Ich habe ein neues Sigil gelernt. Zurücksetzen. Achso, das ist Ausdruck zum Erstellen von Zaubern, die sich auf weit entfernte Ziele. Also ja, damit kann ich wahrscheinlich Angriffszauber oder so right herstellen. Can't do that. Alle Gefangenen erhalten die Chance, dem Chor zu dienen. Ich will mich aber hier noch erstmal fertig umsehen.
Ein Hordenmitglied des Chors? Oh, Takis. Ja, da wäre Aurora. Cosma ist jetzt ansprechbar. Schicksalbinder, was für eine Ehre, Mann von Tunons Gericht zu besuchen, in unserem bescheidenen Wachposten zu haben. Baust du Vorräte? Die vor Energiesprühen der Hindernis steht hier rein, Flächen auf die oberste Kiste. Wenn ja, so bist du zu mir an dem richtigen Ort gekommen. Also, womit kann ich dir heute helfen? Sie breitet einen einladenden Arm über ihre Waren aus. Wie läuft das Geschäft? Das hier ist ein Versorgungsposten. Hier oben am Pass werden laut Befehl von Harchian Bronze keine Profite gemacht. Wenn wir aber aus dem Tunnel hinaus marschieren, laufen meine Geschäfte wieder normal. Ich hoffe, dass dieses Jahr ein gutes werden wird. Der Oberherr verbietet Gängeleien entlang den Wegen. Und das ist auch gut so. Denn in den letzten Jahren habe ich meine Profite immer durch Wegzölle verloren. Bei weiteren Transporten bleibt mir unterm Strich kein Kupferring übrig. Man hat jedoch wohl ordnungsgemäß das Handelsrecht für den Warenübertrag, mit dem du handelst, oder? Also Schicksalsbinder, die Händlerin reckt ihren Kopf hin und her und kratzt sich am Hals. Ich glaube schon. Man hat mir diese Dokumente hier gegeben. Sie greift über einen Stapel Vorräte hinweg nach einem Schriftrollenschachtel. Aber ich bin keine Frau der Buchstaben. Mit Zahlen dagegen kenne ich mich sehr gut aus, wie du dir wohl denken kannst. Lass mich mal sehen. Gewiss guter Schicksalsbinder. Sie übte die Schriftrollenschachtel mit fragendem Gesichtsausdruck. Du überfliegst die Dokumente. Alles deutet darauf hin, dass diese Händlerin logistische Kapazität unbeschränktes Handelsrecht genießt. Wenn sie keine laufende Schlacht unterstützt, darf sie überall in den Stufen mit Getreide, Kupfer und Oliven handeln. Wo hast du die her? Archian Porsa hat sie hier für mich beschafft. Ich glaube, von Tunons Agenten. Sie wirkt tief bestürzt. Siehst du da ein Problem? Scheint alles in Ordnung zu sein. Aber natürlich, sie zwinkert. Nur weil wir mit schmutzigen Tricks kämpfen, heißt das noch lange nicht, dass wir auch mit schmutzigen Tricks handeln. Naja, zumindest meistens nicht. Lass mich mal sehen. Wir haben hier Bier mit Stärke plus 1. Ja. Questgegenstände will ich natürlich nicht verkaufen. Waffen. Die Kupferspeere können weg. Helm der scharlachroten Wüter. Trägt sie überhaupt was? Nein, sie könnte den tragen. Hiervon will ich auch nichts verkaufen. Tierhaut ist ein paar Kupfer, sogar ein paar Bronzeringe wert, also kann das auch weg. Verbogenes Bronzeschwert ist nur Schrott eigentlich, oder? Dieses einst tödliche Schwert hat schon ein bessere Tage gesehen. Die Klinge ist nach links gebogen, voller Kerben verrostet. Einem Händler als Ersatzteil. Okay, dann verkaufen wir mal. Was hast denn du so an Waffen? Bronzewurfspeer, davon habe ich ja schon einen guten. Lederrundschild, Bronzespeer. Diese Schriftrolle enthält einen magischen Kern, der in einem Zauber verwendet wird, welche Blitze kanalisiert. Warum kann ich den nicht kaufen? Oh, gucken wir einfach mal bei ihm. Diese Schriftrolle enthält einen magischen Akzent, der den Wirkungsbereich eines Zaubers leicht erhöht. Ich glaube, den haben wir. Der die Dauer des Zaubers leicht erhöht. Wäre eine schöne Investition.
Kann ich leider nur nicht kaufen. Die Schriftrolle des Blitzes. Du bist ein Kern und ihr seid zwei Akzente.